Moinsen, Baggers und Baggerien. Ich habe mir gedacht, bevor wir in das nächste Rennen reingehen und den Fefe über die Straße prügeln, machen wir kurz eine Practice-Session, um euch einfach zu zeigen, dass ich auch schnelle Runden fahren kann, okay? Ich habe jetzt Pete sein Geklacker im Hintergrund, was mich immer unfassbar beruhigt. Ich weiß nicht warum, aber wir gehen rein. Pete. Moin, Ding! Erstens das und zweitens, lass uns reingehen, Mann! Ja! Ja, Mann! Wir gehen jetzt rein! Bist du heiß? Ich bin richtig heiß. Maja, das wollte ich hören, das wollte ich hören. Auch wenn du nicht mit mir fährst, aber wenn du heiß bist, bin ich auch heiß. Und dann können wir jetzt... Das ist weh. Dann können wir jetzt auch einfach mal eine scheiß 1,24 fahren. Und zwar richtig niedrig. Und jetzt aber rein mit Gebrüll. Aufi! Los. Attacke. Attacke jetzt, Chat. Sag ich schon. Attacke, Chat. Die Zuschauerschaft meine ich. Oh, mein Trading Paint war nicht geladen. Okay, jetzt aber. Okay, Trading Paint ist da. Das heißt, wir gehen rein mit... mit plus 10 Geschwindigkeit. Trading Paints verleihen nämlich Geschwindigkeit, habe ich gehört. Wenn man die drin hat, wird es extra schnell. 1,24, Baby. Vielleicht schaffen wir eine 1,23 hoch. Wir gehen richtig mit Gewalt jetzt. Aber volle Möhre. Volle Attacke jetzt hier. Hast du den abgeschossen? Nee, nee. Hat er dich getroffen? So langsam so langsam in der Kurve gewesen, der Typ. Also richtig langsam, ne? Bist du jetzt direkt hinter mir, ja, ne? Nee, nee, das bin ich. Okay, und rein. 1,24, Baby. Come on. Let's go! Alright, was haben wir? Bis hierhin alles top, bis hierhin erstmal alles top. The car stops on the left. Bis hierhin auch. Oh, here we go.
Here we go, wenn wir jetzt nicht verkacken. Ja, ist doch gut. Da geht noch mehr, Leute. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. Da muss noch mehr gehen. Da muss noch viel mehr drin sein. Wenn Leute hier 1,22er Zeiten fahren, sind wir mit 1,24 viel zu weit davon entfernt. Come on, der sinken. Persönlich besser gewesen sein. 1,24,3. Ja, sehr schön. Läuft. Oh, da ist noch mehr drin. Aber ist noch gut. Ah, der war nicht so gut. Da muss noch mehr drin sein. Off-Track. Okay. Können wir die 1,23 schaffen? Schaffen wir das?
Motoren geht gleich wieder los. Ja. Aber so wie es aussieht, Leute, wird das nichts. Da haben wir nochmal an die Wand gesetzt. 1:24:3 persönliche Bestzeit bis dato. Zum Glück läuft die Aufnahme nicht. Echt? Wie jetzt? Nein, ist es an. Es ist an, okay. Keine... Dann bin ich schon wieder so ein Stauert, ey. Ich wollte einfach nur kurz deine Reaktion rein, Jimmy. Ja, ist okay. Alles gut. Oh. Müssen wir kurz nochmal was von diesem leckeren Zuckerwasser zu uns nehmen. Oh, kurz nochmal durchinhalieren. Schnell nochmal beim Schnellsten reingucken. Oder bei den Schnelleren, die alle nicht mehr fahren. Stehen alle in der Box. Ah, hier. Den kenne ich doch. Das ist doch Pete Snake. Oder ja, wie ich ihn gerne nenne, Pete Smeed. Ja, der hat es aber jetzt an die Wand gesetzt. Sonst guck mal die schnellste Runde von mir an. Ich weiß jetzt nicht, ob die gut war oder nicht. Wir gehen auch ins Qualifying rein jetzt bei mir. Ach so, ja, okay, dann geh doch ins Quali. Ist eine gute Idee, ich komme nach. Sag mir Bescheid. Es hat niemand irgendwas gesehen. Es ist gut. Niemand hat was gesehen. Oh, ich habe 2 A-Leute dabei. Eieieiei, hier ist jemand mit 800er Rating. Oho. Okay. Puh, na, da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Vielleicht können wir das reproduzieren und schaffen es wirklich auch mal diese 1:24, 3, 4 oder 5 im Qualifying zu fahren. Das wäre super toll. Aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Ich schaffe es nicht im Fefe die Zeiten, wenn es drauf ankommt. Ich versuche euch quasi jetzt gerade gehirnmäßig auszublenden. Ich bin ja mal gespannt, was wir als nächstes fahren. Also als nächste Strecke bei Fefe. Und Imsa. Nee, warte, ich kann nachgucken. Und Imsa ist ja dann auch schon wieder eine neue Strecke. Da muss ich, glaube ich, dann Ja, warte, machen wir alles, aber ich guck mal nach. Guck mal nach kurz. Mr. Landis. Gucken Sie mal kurz rein, Herr Snake. So, der Fewe, Ferrari GT3, Watkins Clan. Ich glaube, die bin ich schon mal gefahren. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es aber nicht mit Gesicht. Warte mal, ich habe Fussel im Mund. ich weiß es nicht mit Sicherheit. Aber die macht Laune. Aber muss man auch ein bisschen üben. Ist ein bisschen tricky, aber macht Laune. So, in der IMSA Sportscar Uschi wird gefahren. Ja, du wirst es kaum glauben. Ja. Sehr bekannt, die Strecke. Okay. Wird gerade von deinen Reifen hier benutzt. Wird von deinen Reifen benutzt? Laguna Seca? Richtig. Lol, echt jetzt? Ja. Oh, wie geil, ey. Dann kann ich ja... Ah, gut, dann bräuchte ich nur eine Strecke leeren. Ja. Oh, das freut mich jetzt. Mega. Problem auf der engen Strecke hier, ne? Die ist ja nicht wirklich breit und so, ne? Multiglas. Rumpel die Katz, sage ich nur. Ja, das wird echt bitter, glaube ich. Ja, sollte man sich überlegen, ob du das fährst. Aber wie du willst. Ey, Übung macht den Meister, Pete. Ja. Übung macht den Meister. Und dann machen wir noch eine kleine Kunde in Sachen Multiclass. Also so die wichtigsten Sachen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, das wäre mega geil. Dann auch mit der Glocke. Mit Reini, meine ich. Mit der Glocke. Und ja.
Weil der hat noch mal ein bisschen mehr Ahnung. Also nicht Ahnung, aber hat ja nicht ungefähr die 4,5 km, ne? So. Qualifying-Runde. So, ich drück dir die Daumen, konzentrier dich. Es guckt keiner zu. War ein Ink, ne? Nee. Ging durch. There's the flag. It's over. 1:24.8. Ja, passt. Mal sehen, wo du am Ende rauskommst. Nicht das Schnellste, aber es ist okay. Irgendwie im Training ist das, ich kann euch das nicht beschreiben. Im Training ist das ein anderes Fahrgefühl. Ich glaube, man muss irgendwie alles so, wie du schon gesagt hast, Pete, einfach ausschalten. So, man muss einfach ausseppen und reingehen so. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass die Track-Konditionen auch etwas anders dann sind, ne? Weil da sind schon viele Leute gefahren, hier ist noch nicht so viel Grip drauf, das spielt alles eine Rolle. Okay, wir gehen ins Grid. Auf geht's. One to go. Ja, viel Glück, konzentrier dich, lass dich nicht irritieren. Ablenken, meine ich. Ich hab nochmal Puls gemalt. Okay. Ja. Ja, ich muss clever fahren jetzt. Ich muss wirklich clever fahren. Ich selber muss wirklich clever sein dieses Mal. Auf geht's. Oh, Nikolas ist auch hier wieder drinne, den ich abgeschossen habe. Okay.
Oh, Mietzi, du bist ein Engel. Dankeschön, dass du genau zum Rennstall einfach vom Schoß runtergehst. Okay. Jetzt vollen Fokus, damit wir ein gutes Rennen haben. Alright. Du da draußen, der jetzt gerade guckt, schön die Daumen drücken, dass du verstehst, dass du weißt, wie ich meine. Wir machen hier à la Dark. Wir reisen durch die Zeit. Okay. Los geht's. Der Ferrari ist sehr sexy übrigens. Ich finde ihn mittlerweile sehr schön. Pass wieder ein bisschen auf, du bist wieder außen. Ja. Ne, du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Das heißt auch wieder beschissener Start. Also beschissene Startseite. Jetzt nochmal ein bisschen die Reifen warm machen. Die Bremsen schleifen lassen. Da oben wieder ein bisschen aufpassen in der Korkenzieher, nicht so weit raus. Ja, absolut. Green, stay focused. The pace car is in. Oh, nice. Oh, hat er gut gemacht. Und Gas. Green flag, Vollgas. Green flag. Car on your left. Still there. Clear on the left. Gleich mal zumachen, dass ihr auf Linie kommt hier. Ja. Slow car ahead. Slow car ahead. Go right. Vorsicht, Vorsicht. Ja, gut. Weiterfahren. So, jetzt muss ich verkacken. Car on your left. Vorsicht innen! There, hold your line. Ja. Stay on the right. Gut, das war eine schöne Dive Bomb von ihm. Slow down. You got a penalty? Kannst du nichts machen. Clear on the left. Ja, ich hab Slowdown. Clear on the left. Car on your left. You're on the right. Three wide. Left side, two wide. Clear. Left side. Okay, to the right. Clear. Wow, okay. Ja, was soll man dazu sagen?
Am besten nichts und einfach fahren. So, ich glaube, das ist das. Ja, ja, konzentrier dich. Vorne Unfall, pass auf. Alles gut. Einfach weiterfahren. Konzentrier dich. Right side. Still there, hold your line. Clear on the right. Machst du gut? Ja, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, ne? You're in the top 10. Vor dir ist einer in der Course Corner. Der ist schon wieder auf der Strecke, der grün-weiß-rote.
Eieiei. Die belegen sich aber ganz schön, die zwei da vorne. Der hinter dir holt ein bisschen auf. Gut, war jetzt keine gute Runde von mir eben. Vorsicht! Ja, das war knapp, ey, von dem Typen. Ich sehe ihn schon hinten drinnen sitzen gleich. Left side. Stay on the right. Clear. Car stop on the left. Einfach weiter so fahren und konzentrieren. Naja. Ich glaube, schießt der vor mir sich nochmal ab. Der hat nämlich echt Schwierigkeiten mit der einen Kurve hier.
Aber ich mache mir halt im Korkenzieher um den hinter mir Sorgen. Ja, wenn der dich nervt, lass ihn sonst vorbei. Left side. Okay. Still there. Stay on the right. Der ist immer noch neben dir. Clear. Ist er vorbei. Haarig. Aber ging gut. Right side. Nee. Vorsicht. Du bist so ein Arschloch, Alter. Ja. Nee, alles gut. Das ist sein Ding gewesen. Schön gedivebombt, das hat er davon. Fahr weiter, dein Ding. Also die und noch eine Runde. White flag this time. Der ist innen. Der andere sticht auch mit rein. Ach, come on, Alter. Ey, das macht halt einfach... Chicken flag. Great job. You did hast really kein well. Minus gemacht. Was? Alles gut. Hast kein Minus gemacht. Alles gut. Doch, hab ich. So, ich hab sowohl Safety Rating als auch Dings miese gemacht. Hi. Also jetzt hast du plus 3 müsstest du kriegen an I-Rating. Was war denn seine Aufgabe da? Der hat das halt ausgenutzt und ist dann in. Nee, die 18 meine ich ja gar nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja gut. Was willst du machen? Das ist halt, ja. Den meine ich gar nicht. Ich meine den anderen. Ich weiß, ja, wo du die Zeitstrafe gekriegt hast. Das war. Das ist ein. Asiate. Welche Runde waren das? Die 4? Ich glaube, die 2. Ich guck mal gerade. Ja, ich fahr gerade mal vor. Nee, oder die erste sogar?
müsste sogar die erste gewesen sein. Ne? Ja, war die erste. Hat er dich schön rausgedrückt und dadurch hast du deine Zeitstrafe gekriegt. Ja, aber auch schon wieder, ey, in der Einführungsrunde fährt mir eine volle Möhre hinterher. Das war auch der. Das war der auch. Der dich in der Korkenzieherkurve. Das war genau der gleiche Typ. Was ist das, ey? Mann, ey. Naja. Gut, so ist Racing manchmal, nicht? Da müssen wir halt einfach mit um, scheinbar. Schön erste Runde. Nicht mal in der ersten Runde schon einen reinkriegen. Boah, aber die Dive-Pumps waren aber auch real heute, du. Die waren real, ja. Die waren richtig real. Also in dem Rennen hier. Mal gucken, was der hier gemacht hat. Der hinter mir, ob das wirklich in der ersten Runde war. Schnell mal rein, Alan. Alter, was war seine Aufgabe? Was ist seine Aufgabe hier? Ja, eine Dive-Bomb zu machen. Also das war eine klassische Dive-Bomb. Und der andere, der sich abgedreht hat, ziemlich am Ende, das war auch eine schöne Dive-Bomb. Was war seine Aufgabe hier? Wie er volle Bulette da reinballert, der wäre doch ohne, also hätte ich ihn nicht angefahren, wäre der doch nie im Leben da durchgekommen. Nee. Der wäre doch astrein geradeaus durchgefahren, oder sehe ich das gerade falsch? Ja, wäre er. Den habe ich doch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der da reinsticht. Niemals. Vor allen Dingen habe ich dafür eine Zeitstrafe gekriegt. Ja. Ich war komplett schon wieder am Arsch deswegen. War großartig. Naja, gut. Was war die andere Runde? Ich weiß nicht, das muss ziemlich am Ende gewesen sein. Ich bin jetzt dooferweise schon rausgerubbelt. Ich glaube Runde 10 oder so. Runde 8 vielleicht? Ja. Runde 8, ja. Ja gut, bei dem letzten kann man nichts machen. So. Der war einfach, ist einfach schneller und besser durchgekommen. So. Ich habe den Fight halt genommen in der letzten Runde, hätte ich ja nicht. Genau, der hat das clever, im Grunde clever gemacht. Das war keine Dive-Bomb. Nö. Der hat einfach, ist dann innen auch mit rein mit dem anderen. Du wolltest halt außen und das hat er völlig ausgenutzt. Was legitim ist, das ist Fight. Das ist absolut, Rennen. Absolut, da sag ich überhaupt gar nichts zu. Weißt du? Aber der in der ersten Runde halt, dein Spezi da in der weißen Lackierung und der andere in der weiß-roten. In der vorletzten Kurve, der schon die ganze Zeit, weißt du, wo wir immer gesagt haben, Alter, da hast du Angst, und da hatte ich ja auch Angst vor, dass der hat dich ja schon ein paar Mal irgendwie so angestupst, zwei, drei Runden lang, und dann in der vorletzten sticht er rein und dadurch erwischst du ihn leicht und er dreht sich ab, aber das ist Karma, ne? Da muss man ehrlich sagen, freut mich für ihn. Na gut, ich habe mir das jetzt hier gerade mal angeguckt. Er kommt halt besser raus. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Da draußen? Keine Ahnung. Also du meinst das jetzt in der vorletzten Kurve, das Ding, wo der sich dann wegdreht? Ja, genau. Also der wäre so, wie er die Kurve anfährt, wäre der nie optimal rausgekommen und du hättest du gewusst, dass der da reinsticht, wenn du vorher dann vor dem Bremspunkt leicht gelupft hättest und in ihn innen dann gekantet hättest, wärst du am Ausgang der Kurve wieder an ihm vorbei gewesen. Weil so spitz wie der reinfährt, kriegt er den Ausgang nicht mehr. Ja, der steht richtig hart auf der Bremse hier. Genau.
Und da lässt du ja eigentlich nur, bremst du an, lässt du reinrollen, ja, und am Apex gibst du ja schon wieder Gas. Das ist ja auch so eine Senke, wo du reinfährst. Ja. Wenn du die optimal erwischt, kannst du richtig gut Gas geben, aber die musst du halt von außen fahren. So wie der die anfährt, kriegt er halt den Ausgang gar nicht mehr. Und dadurch wärst du halt viel, viel schneller gewesen. Ja. Und du bist ja gerade am Einlenken, da dreift er rein. Und da kannst du halt als Vordermann nichts mehr machen. Da kannst du nichts mehr machen. Du kannst die Lenkung aufmachen und ins Nirvana fahren. Aber dann war es das auch. Naja. Das ist so eine klassische Divebomb auch gewesen. Hm. Naja, gucken wir mal. Ich glaube, hier war noch mal... Nee, war das in der 11. Runde? Ja, in der 11. habe ich noch mal gefightet hier. Mit dem vor mir. Da gucken wir uns noch mal das sehr gute Überholmanöver von Mr. Pizza Hut an. Was er ja sehr gut ausgenutzt hat, der Lümmel. Ja, das war gut, ja, ja. Das war letzte Runde. Ich bin gerade drin, ja. Ja, der Doofmann Snake hat ja schon auf Quit gedrückt, weißt du? Der kann sich das ja jetzt gar nicht angucken. Ja, ich bin hier bei der einen, bin ich so viel besser rausgekommen. Und dann habe ich mich für die Außenbahn entschieden, was dumm gewesen ist. Ich hätte dahinter bleiben sollen. Ja. Und dann war ich richtig am Arsch. Ich habe so viel. Hier sehe ich es. Ich hätte einfach zumachen sollen. Ja, war super gemacht von ihm. Hat er klasse ausgenutzt, auf jeden Fall. Da war ich auf jeden Fall, bin ich so weit draußen gewesen, das war nicht sehr gut. Da habe ich viel zu viel Platz gelassen hier außen. Ich hätte viel früher reinlenken sollen. Aber dadurch, dass man halt in iRacing das Radar nicht hat und der irgendwann aus seinem Blickfeld verschwindet, wenn du nicht drei Bildschirme hast, weißt du halt nie, wie weit ran kannst, ne? Hat er super gemacht, der Mr. Pizza halt. Also wirklich, spitze. Du musst aber die Spiegel, du siehst nur den linken Spiegel, ne? Ja, also, da habe ich aber in dem Moment gerade nicht reingekommen. Ja, nee, ist auch schwierig in dem Moment. Anbremspunkt, Einlenkpunkt, du denkst, da ist noch einer neben dir, dann noch in den Spiegel zu gucken. Wenn du den überhaupt gesehen hast, kann ja sein, dass er auch in einem toten Winkel ist im Spiegel. Ja, Safety Rating ist schön wieder abgezogen gekriegt heute. Also hier nochmal letzte Rennresult plus 2 I-Rating gekriegt. Das davor war minus 2 I-Rating und 0,02 Safety-Rating weg. Und dann sind wir hier nochmal Fefe gefahren. Das hat richtig reingeböllert. Da gab es ordentlich Abzüge. Die war heute auf jeden Fall die Session, naja, lehrreich. Nennen wir es mal lehrreich. Wir wissen, dass wir vom Korkenzieher nicht fighten sollten. Mit den Vibe-Bombs, da musst du halt, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt immer nicht, ob die Leute das mit purer Absicht machen oder ob sie einfach irgendwie mit richtig biegen und brechen auf dem allerletzten Furz bremsen, um da rein zu düsen. Also ich bremse schon gefühlt auf dem letzten Furz so, ohne dass ABS reinböllert. Das ist schon, war schon witzig. Naja, kann man nichts machen. Es ist halt nicht, scheint halt nicht jeden Tag die Sonne. Heute hat es mal ein bisschen geregnet in iRacing. Erfahrungen haben wir gesammelt. Dankeschön, Pete, dass du dabei warst. Ja, gerne, gerne. Schade, dass das jetzt so gelaufen ist und ich dir keine Hilfe sein konnte, aber ja. Warst du doch gut. Also, ich sag mal, das Rennen war ja trotzdem nicht schlecht. So können wir ja jetzt nichts machen, dass es da eine Zeitstrafe gegeben hat und dass da jetzt jemand mehr oder weniger in Anführungsstrichen reingebombt ist. Da kannst du ja nun nichts gegen tun, ne? Ich meine, die Inzidenz waren alle sehr schön. Also, die haben alle Spaß gemacht, muss ich sagen. Also der Anschieber im Korkenzieher, der zu einer Slowdown geführt hat, ist wirklich gut gewesen. Also spitze auf jeden Fall. Da hat das iRacing-System mal wieder sehr gut geklappt. Aber es geht ja auch nicht anders. Ich meine, wie willst du das messen jetzt so, ne? Also an der Stelle kannst du nicht programmieren, sowas. Nee, absolut nicht. Haben wir halt ein bisschen reingekeckert. Naja, fahrtechnisch war es ja auch nicht so brillant heute. Das könnte man ja dann auch sagen, damit man auch die Fehler bei sich sucht. Alles gut, das dritte Rennen war aber gut eigentlich von dir. Ne? Ja. Also das war, da hast du eigentlich keinen Fehler gemacht. Da haben die anderen, sind dir da reingekrätscht und haben dir die Beine weggekrätscht. Die Rennen davor, okay, kann man optimieren. Ja, die waren alles gut. Die waren nicht gut gefahren. Das waren ja 1,26er Zeiten. Da war ich raus. Da habe ich mich, glaube ich, noch ein bisschen übernommen. Ich hätte, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht ein bisschen mehr Practice machen sollen und nicht gleich ins Rennen reingehen oder so. Vielleicht war ich abgelenkt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war die Session für heute. Ich werde mich verabschieden. Pete, nochmals vielen Dank. Gerne, immer wieder. In der nächsten Session werden wir wahrscheinlich eine andere Strecke lernen und wahrscheinlich mit dem Mercedes über Laguna Seca ballern. Da wird es dann wahrscheinlich nochmal zwei Map-Guides geben oder Track-Guides.
weil da sind wir ja wahrscheinlich wieder mit der Glocke unterwegs. Vielleicht ist Xentrin auch mal wieder dabei und Pete. Und dann gucken wir uns Laguna Seca mal an, dass wir vielleicht eine 1.23 fahren können. Und dann gibt es ja auch noch eine andere Strecke für Fefe. Also mal gucken, was so geht. Falls ihr Feedback habt, falls ihr irgendwas zu den Incidents zu sagen habt, sehr, sehr gerne. Bedenkt immer daran, ich behandle Incidents immer, also Unfälle immer schuldfrei. Also ich bewerte nicht, wer da Schuld dran hat, sondern wenn ich mir sowas angucke, dann soll das eigentlich immer nur zum Lernen dienen. Deswegen verkneife ich mir persönlich auch mal zu sagen, ja, das ist hier eine Divebomb, der hat dies und jenes gemacht. Sondern am Ende muss man ja gucken, dass man ja auch selber daraus lernt. Denn das nennt sich ja, glaube ich, Crash Avoidance oder so. Das ist ja auch so ein Lernprozess, den man mitbringen sollte. Und das war's von uns. Tschüssikowski. Danke, dass ihr die Videos geguckt habt. Denkt dran, falls ihr Feedback, irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das in den Kommentaren machen. Drückt das Däumchen, macht Reini stolz und drückt das Glöckchen und abonnieren. Und dann bin ich raus. Und die Salami auch. Rinjau, Ding.